Start zum Internationalen Jahr des Lichts in Deutschland. Bei der feierlichen Eröffnung am 27. Februar 2015 im Deutschen Museum in München trafen sich Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Das Internationale Jahr des Lichts ist eine Initiative, die von der UN ausgerufen wurde. Unter dem Motto Light for Change, Licht für Wandel, finden weltweit Veranstaltungen zur Bedeutung des Lichtes statt. Das Licht ist so vielfältig wie sein eigenes Spektrum. It's basis for technological development, like optic fibers, like lasers, new medicine, new applications in nanotechnology. In other words, it's a topic which gives all of us an opportunity to really strengthen the knowledge about science, applications and development which is based on knowledge, which is very important nowadays. Zunächst mal wird im Rahmen dieses Jahres sicherlich deutlich werden, welche Prägung auch durch Licht und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, unsere Kultur, unsere Gesellschaft genommen hat. Und es bietet natürlich auch im Rahmen dieses internationalen Wissenschaftsjahres die Möglichkeit, auch nochmal technologische Errungenschaften deutlich zu machen, die ohne Licht eben nicht möglich wären. Und vor 150 Jahren ist es uns gelungen, dieses Licht zuverlässig, stetig und gleichermaßen zur Verfügung zu stellen mit der Erfindung der Glühlampe? Naja, ich habe mich schon fast gewundert, dass es nicht schon längst mal ein Jahr des Lichts gegeben hat. Denn das Licht ist eine so wichtige Eigenschaft der Welt. Ohne das Licht würde es uns nicht geben. Und ohne das Licht würde es überhaupt nichts auf diesem Planeten geben, was irgendwie mit Leben zu bezeichnen wäre. Also insofern ist es eine ganz existenzielle Eigenschaft der Welt. Aber wir haben ja eben als Lebewesen mit besonderen Eigenschaften aus dem Licht inzwischen auch schon was gemacht. Wir wissen nicht nur, dass es für uns wichtig ist, sondern dass wir damit auch was tun können, nämlich heilen können und viele andere Technologien, die daraus entstanden sind, nutzen können. Und insofern ist es eigentlich eine ideale Kombination aus Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Und das in so einem Jahr umzusetzen, das ist einfach eine gute Idee. Ja. Show-Einlagen der Physikanten und Co. runden die festlichen Vorträge zur Bedeutung des Lichtes in seinen unterschiedlichsten Facetten ab. Ja, Applaus für DJ Hebermann, meine Damen und Herren. Yeah, 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 yeah. Das Jahr soll an die Bedeutung von Licht als elementare Lebensvoraussetzung und als zentraler Bestandteil von Wissenschaft und Kultur erinnern. Wissenschaftliche Erkenntnisse über Licht erlauben ein besseres Verständnis des Kosmos, bessere Behandlungsmöglichkeiten in der Medizin und führen zu neuen Kommunikationsmitteln. Also lichtbasierte Technologien sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Denken Sie an die Telekommunikation oder denken Sie auch an die Informationsverarbeitung. Also in meinem Fall gewinnt man ja Informationen, zum Beispiel aus der lebenden Zelle, mit Licht. Ich mache Lichtmikroskopie. Und dadurch ist man in der Lage zu verstehen, was sich zum Beispiel in der Zelle abspielt. Da spielt also Licht eine ganz essentielle Rolle, um zu verstehen, wie zum Beispiel Biologie funktioniert. Man sieht ja natürlich die Beleuchtungsthemen, man sieht auch Solar, das verbindet man sofort mit Licht. Aber wer weiß zum Beispiel, dass man mit Licht operieren kann? Wer weiß, dass unsere Handys ohne Licht gar nicht funktionieren könnten, weil man die Halbleiterchips mit Licht strukturieren muss? Das sind so Beispiele, welche Bedeutung Licht hat. Man schätzt, dass ungefähr 15% der Technologien in Deutschland direkt oder indirekt vom Licht abhängen. Ich denke, Licht hat Künstler schon immer inspiriert und es ist auch ein wichtiges literarisches Motiv. Schließlich sagen wir, wir haben einen Lichtblick, wir werden hinters Licht geführt und uns geht ein Licht auf. Das Sprichwort, es geht uns ein Licht auf, daran sieht man, wie man die Begeisterung mit der Beschäftigung dieser Technologien, mit der Physik, mit der Naturwissenschaft und Technik, aber auch deren Umsetzung in Arbeitsplätze, marktliche Produkte, Wertschöpfung in Deutschland auf hervorragende Art und Weise, Osram wäre auch beispielsweise zu nennen, gerade im Kontext heute mit der wunderbaren Installation, Beleuchtung des Deutschen Museums, wie wir das umsetzen können für die Menschheit, für die Gesellschaft. In Deutschland setzt die Deutsche Physikalische Gesellschaft, DPG, das Internationale Jahr des Lichts in Zusammenarbeit mit der Deutschen UNESCO-Kommission um. Dazu der Präsident der DPG, Professor Dr. Edward G. Krubasik. Zum Jahr des Lichts haben wir eine Mobilisierungsorganisation geschaffen mit Präsidium und Kuratorium aller Beteiligten, sowohl aus der Wissenschaft, aus der Industrie, aus den optischen Gesellschaften,
aus der Wirtschaft aller Bereiche, die sich beteiligen wollen, die Öffentlichkeit über Lichteffekte, sei es jetzt technologischer Art oder Kunst oder philosophischer Art, zu begeistern für das Zusammenwachsen von Ideen. Also das Thema Licht ist natürlich sehr weit gestaffelt. Wir denken sofort an sichtbares Licht, aber gemeint ist Licht im Sinne von Photonen, das heißt also auch nicht sichtbares Licht bis hin zu wirklich sehr harter Strahlung ist gemeint. Und in dem Jahr versucht man unter diesem Motto Aktivitäten zu bündeln, Öffentlichkeit zu erreichen, Licht auch im nicht-physikalischen Sinne zu betrachten. Wir haben einen Kalender bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, wo wir die Veranstaltung veröffentlichen. Und ich habe heute Morgen reingeschaut. Im Moment stehen dort etwa 240 Veranstaltungen, die das ganze Jahr über stattfinden. Zum Teil sind das Veranstaltungen der DPG selber. Wir haben die größte Veranstaltung wird sein, die Highlights der Physik in der Lichtstadt Jena im September, bei der wir zwischen 35.000 und 40.000 Besucher von Kindern bis zu interessierten Bürgern jeden Alters erwarten. Also ich denke, das Anliegen der UNESCO war ja gerade bei diesem internationalen Jahr des Lichts, dass eben Licht für jeden erfahrbar und die zugehörigen kulturellen Tätigkeiten und Aktivitäten auch unmittelbar einsehbar sein sollen für jeden Bürger. Das ist also insofern ein zentrales Anliegen der Veranstaltung. Eine Möglichkeit eben übers Internet, aber sicherlich auch an Hochschulen kann man sicherlich nachfragen. Die Hochschulen sind sensibilisiert. Ja. Meines Wissens nach inzwischen auch die Industrie und die Museen. Ja. Das heißt, ich glaube, man soll sich trauen und im Grunde ist es gerade ein zentrales Anliegen. Also es darf eigentlich gar nicht sein, dass da irgendjemand nicht rein darf. Ja. Nach dem gelungenen Start läuft das Jahr des Lichts nun in Deutschland auf vollen Touren. Weitere erhellende Veranstaltungen rund ums Licht, in ganz Deutschland, auch in Ihrer Nähe, finden Sie im Internet unter www.jahr-des-lichts.de.